Zwei unterschiedliche Ansätze gibt es eigentlich. Das eine ist durch eine sogenannte Verkettung, dass ein Tabellenfeld nicht nur ein Element aufnehmen kann, sondern mehrere. Idee von der Verkettung. Das sind unsere Schlüssel und die bilden wir ab auf diese Tabelle. Und beispielsweise wird das Schlüsselelement K3 und K4, die werden auf den Index 2 abgebildet. Und Verkettung heißt einfach, so, wir tragen jetzt hier die Werte nicht direkt ein, sondern geben halt quasi einen Zeiger an auf ein Element. Und wenn da mehrere kommen, dann hängen wir halt einfach eine Liste da hinten hinter. Kollisionen auf identische Hashwerte werden halt hier durch so eine Verkettung bzw. durch so eine Liste behoben. Ja, und wenn wir die Operation dann entsprechend ausführen wollen, dann müssen wir halt gegebenenfalls in dieser Liste suchen. Ja, wir haben jetzt hier so eine Suchoperation, wir suchen den Schlüssel K. Ja, dann müssen wir uns zunächst mal das H von K berechnen. Aber potenziell kann das halt eine Liste sein und in dieser Liste müssen wir dann suchen. Beim Einfügen genauso, wir müssen das richtige Feld ermitteln, ja, und dann an diese Liste, die da vielleicht schon vorhanden ist, entsprechend anhängen und beim Löschen genauso Hashwert ermitteln und aus der Liste entsprechend löschen. So, was entsteht denn da für ein Aufwand? Einfügen kriegen wir in O von 1 hin. Dann sagen wir, hängen das einfach hintereinander weg. Was kann im allerungünstigsten Fall passieren? Suchen und löschen kann lange dauern. Einfügen kriege ich sogar fast noch hin in O von 1. Also wenn ich jetzt beispielsweise hier diese Situation habe, nur an diesem Ding hängt was hinter. Einfügen könnte ich immer hier vorne. Das kriege ich in O von 1 hin. Da muss ich nur einen Zeiger, zwei Zeiger umhängen. Wenn ich am Ende mal anfügen will, gebe ich Ihnen recht, dann brauchen wir die komplette Zeit. Aber suchen und löschen kann halt irgendwie teuer werden. Also das kann auf O von N hinauslaufen und das genauso. Wenn die Schlüssel gleichmäßig verteilt sind, dann ist das irgendwie so der Belegungsfaktor. N ist die Anzahl der Elemente, die ich eintrage, M ist die Anzahl der Felder, die ich hier habe, dann ist im Mittel, haben wir hier N durch M Elemente, wenn es wirklich gut verteilt ist. Und davon hängt das natürlich jetzt ab, wenn wir das jetzt bei so einer gleichmäßigen Verteilung haben und dann die Operationen angucken. Wenn wir diesen Fall haben, also wenn diese Schlüssel gleichmäßig verteilt sind, wie verhält sich das dann mit dem Suchen? Dann sieht das ungefähr so aus. Also unter der Annahme des sogenannten uniformen Hashings, das heißt gleichmäßig streuenden Hashings, benötigt die erfolgreiche und auch die erfolglose Suche Theta von 1 plus Alpha Zeit. Das ist im Prinzip Berechnung der Hash-Funktion. Und das ist Suche in Liste. Das Löschen selbst hat gleiche Laufzeit wie die erfolgreiche Suche. Gucken wir uns mal den Fall der erfolglosen Suche an. Wie gehen wir da vor? Wir müssen erstmal natürlich diese Hash-Funktion berechnen. Bei einem gleichmäßig verteilten Hashing werden die Schlüssel, also wird der Schlüssel gleichmäßig auf diese Tabellenfelder verteilt. Und erfolglose Suche heißt, wir müssen einmal diese Hash-Funktion berechnen und dann einmal durch so eine Liste durchlaufen. Das erfordert also vollständiges Durchlaufen. Die mittlere Länge von so einer Liste ist gerade Alpha. Ja, und in Summe gibt das dann halt gerade genau diese Laufzeit 1 plus Alpha. Der erfolgreiche Fall, der ist ein bisschen länger. Da haben wir ja ganz viele Formeln. Gucken wir uns nochmal an, was diese Aussage jetzt bedeutet. Wenn M ungefähr gleich N ist, was haben wir dann für Kosten letztendlich für diese Operation? Wenn wir also ungefähr die Hashstelle so groß haben, wie die Anzahl der einzutragenden Elemente, dann haben wir eigentlich O von 1 Laufzeit, ne, für alle Operationen. Ja, Platzbedarf, wie sieht es damit aus? Was brauchen wir an Platz dafür? Da brauchen wir einmal Platz für die Tabelle, für die Elemente, die wir halt eintragen möchten.